Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, und heute spielen wir mit meinen Türken, meinen Freundinnen aus der Türkei. Weil es lief gerade so gut mit den anderen beiden Teams, mit denen ich gespielt habe. Da versuche ich es jetzt mal mit dem. Ich hätte noch blau anzubieten. Okay. Ja, dann spielen wir eben mit Juve-Trikot. Ugala City. So, ui, England, Portugiese, also Premier League Team, krass, sehr krass, und nur auf Pace getrimmt, da muss ich aufpassen, also die Innenverteidigung, die könnte ich mir auch wünschen für mein französisches Team. Schätze ich mal. Also das ist krass. Das ist Pace ohne Ende. Also spielen und bis zum Tor durchkombinieren. Ja, das ist. Wenn Ihnen heute der Sieg gelingt, dann sind das die entscheidenden drei Punkte für den Aufstieg. Chillig machen, komm. Alles ganz ruhig. Nur der Yilmaz geht drauf. Gut, nur der Snyder. Nur der Torball. Torball muss noch. Zweikampf um den Ballbesitz. Brümer. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Die Dinger darf man nicht verlieren. Wesley Snyder. Boah. Oh nein! Balleroberung im Mittelfeld. Ey, komm! Sanchez. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Wesley Snyder. Holen dir zurück. Aaron Lennon. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball. Das wird unentschieden. Also wenn es so weitergeht wie jetzt, wird es unentschieden. Aber es geht dann so wie. Oh fuck! So blöde Ter Stegen. Ich hab. Wesley Snyder. Aaron Lennon. Schön den freien Raum gesehen. Die verstehen sich blind. Komm, ihr habt Türe. Jawohl. Zieh an. In der Mitte steht er. Ja. Nein, zu kurz. Ab nach hinten mit dir. Oscar. Fernandinho. Zingin! Jawoll! Läuft da hinten in der Verteidigung. Pass nach draußen auf den Flügel. Oscar. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh. So. Was läuft denn da aber geradeaus raus? Das ist doch beschissen. Denn jetzt sind ihre Ach, Manno. Ist da beschissen, er ist eindeutig besser durch die schnellen Spieler. Ah. Bruno Alves. Boah, fucking. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Sanchez. Boah. Nein. Scheißendreck. Dann geh ab, Bruma. Brümer.
Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, Manni, scheint so zu sein. Hoffentlich haben sie das genug trainiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Alberto Moreno. Oscar. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Sie lassen den Meine Fresse, ich krieg den Ball nicht. Er passt den Ball zurück. Und wenn ich hinten so hinterspiele, ist er wieder weg. Wir müssen schneller nachrücken. Oscar. Jetzt spielt er die. Aber hier ist wieder alles zugestellt. Hier, weg ist er. Ich gehe aber auch irgendwie zu überhastet in den Zweikampf. Das war mal okay. Klasse Zuspiel. Aber ich komme dort nicht vorbei. Oscar. Jetzt muss er. Muss er mal ahnden. Matuidi. Fuck, zu früh gegrätscht. Boah. Fernandinho. Sanchez. Er geht raus, Junge! Ein harmloser Baller. Mann, ey. Wir haben sowas früher Kullerball gemacht. Zu schwach gespielt. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Aber jetzt habe ich den Ball. Jawohl. Aber ich kann ihn nach vorne werfen. Der stellt alles zu. Und dann wird's eng gemacht. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball. Ach, das ist. Scheiße ist das. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Wer die maßlose Hoffnung auf viele Tore hatte. Ein Torschuss der ZB. Aber es gibt ja diesen berühmten Spruch. So, auch von uns aus kann's wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Wesley Sneijder. Geht er rein? Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Sneijder! Boah! Ja, das hätte doch schade. Unfassbar gute Gelegenheiten. Mit der Hacke, der Junge! Matuidi. Oscar. Aber was? Der Motorball muss sich doch verschieben. Oh, fuck, da habe ich nicht gesehen. Was? Was? Der läuft schon in mich rein. Ich bin der ballführende Spieler. Junge. Oh, fuck, was ist denn jetzt los? Ich bin der ballführende Spieler. Ey, das ist da. Eine Verarsche ist das. Das war nie und nimmer ein Freistoß. Ja, Freistoß für mich. Da läuft er mich rein. Wo soll ich denn hinlaufen? Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. Jawohl, Verteidigung steht. Auch wenn alles unberechtigt hier ist. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? So, jetzt im Tempo auf. Ach komm. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz.
Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und boah! Mann! Fernandinho. Oscar. Nee, so leicht kombinierst du dich hier nicht durch. Fernandinho. Alberto Moreno. Ter Stegen. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Flanke fliegt in den 16er. Jetzt hat er seine Kontermöglichkeit. Brümer. Sanchez. Er macht das einzig Richtige. Achtung! Jawohl, Zengin! Mann! Das ist dann nicht mehr wahr hier! Ich versuche das Spiel zu machen. Was passiert? Der kriegt den Ball. Sauber weggefaustet. Diesmal hält er ihn fest. Klasse Parade vom Torwart. Scheiße! Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Fort. Eckball. Stück weiter ziehen. Oh nein! Es sieht so aus, als würde die Gastmannschaft jetzt auf das Mittel der Abseitsfalle setzen. Und das ist natürlich immer. Jawohl! Jawohl! Wichser! Mann, ey! Ich bum 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 bum. Der hat ja nichts mehr gemacht in der zweiten Halbzeit. Ganz klar, dass ich das durchschieße. Weg ist er. Wolzengin. Bruma. Brümer, Pass nach draußen auf den Flügel. Eigentlich ein gut vorgetragener Spielzug, aber dann auch gleich der Ballverlust. Erfolgreicher Zweikampf. Jetzt müsste er flanken. Zu weit gezogen. Ich dachte. Matuidi. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ich bin jetzt. Mein Finger hat gerade geklemmt im Controller. Sanchez. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Nein, zum Ball gehen, Junge. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Zum Glück eh noch von denen. Nicht wirklich. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Das merkt man bis hier oben. Keiner will mit einem Unentschieden vom Platz. Sie wollen beide noch. Oscar. Er spielt den langen Ball auf. Das ist jetzt seine Chance. Der Torwart kommt raus und er hat ihn. Mit einem Unentschieden heute würden sie sich alle Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. Dann gibt es eine neue Chance. Geh ab, komm, geh ab, geh ab, geh ab, geh ab, geh ab. Über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Und jetzt haben sie die Chance. Bam. Der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Nein. Die sind am Arsch. Zweikampf um den Ballbesitz.
Jawohl, komm. Alle vor, komm. Ach gut, unentschieden ist eigentlich gerechtes Ergebnis, obwohl ich in der zweiten Halbzeit besser war. Eindeutig. Ah. Gekämpft bis zum Schluss. Zengi, naja. Ich hab's hier gesehen, das Unentschieden der besseren Art und ich glaube. 9 Paraden, wie viel hat der Stegen mehr? 3 Stück Blut. Oh Gott. Einer von beiden hier als Verlierer hätte. Wer hat denn das Torbein? Ah, Brumar. Hat bloß noch eine schlechte Wertung. Jawohl. Ja, ich habe ja meinen Münzenboost angeschalten. Brauch bald Paare. So, oh, so ein. So knapp. 4 Spiele noch. 4 Punkte. Also, wenn wir so machen, 4 Spiele, 4 Punkte. Da haben wir dann 15 und da haben wir wieder einen Meistertitel. Oder wir gewinnen jetzt einfach zweimal. Müsste ich zweimal mit meinen deutschen Leuten antreten? Wäre eigentlich auch sinnvoll. Mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.